Hallo zu einer neuen Folge Kerstens heiße Küche. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil heute gibt es einen Schweinebraten, urlecker, und zwar mit einer richtig guten Bratensoße. Denn ich finde, beim Heuriger habe ich bis jetzt noch nie einen richtig guten Schweinebraten mit richtig guter Schweinebratensoße bekommen. Entweder es war zu trocken und die Soße war langweilig, oder es war zu flachsig oder zu fettig. Und deswegen finde ich, den kann man sich auch sehr gut selber machen. Außerdem ist es total günstig. Also ich habe jetzt ein Kilo Fleisch gekauft um gerade mal 4-5 Euro. Und davon kann man lange essen. Und er macht sich eigentlich auch fast von selber. Dazu braucht ihr natürlich erstmal einen Schweinebraten. Entweder ihr kauft einen, da steht doch dann auch schon wirklich Schweinebraten drauf. Oder es kann auch sein, dass es Karree oder Schlögel oder Schopfbraten heißt. Und meiner ist jetzt zum Beispiel schon gerollt, das heißt in so einem komischen Netz drinnen, damit das alles zusammenhält. Da braucht ihr Olivenöl oder normales Öl, dann ein Bier, am besten ein dunkles Bier oder alternativ könnt ihr auch Weißwein nehmen. Außerdem ein Stück Butter, Tomatenmark, ein Lorbeerblatt, ein paar Karotten, ihr könnt auch Sellerie dazu nehmen, 2 bis 3 Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer und natürlich Kümmel. Außerdem braucht ihr noch ein Glas Rindsuppe für die Soße dann. Und ein bisschen Mehl oder Stärke zum Abbinden der Soße. Für die Beilagen braucht ihr dann natürlich nochmal extra Zutaten. Ich mache mir zum Beispiel Semmelknödel und ich werde mir auch einen Gurkensalat dazu machen. Den Schweinebraten solltet ihr mindestens eine halbe Stunde bis Stunde vorher schon rausnehmen, damit er dann nicht eiskalt ist, wenn er in den Ofen kommt. Außerdem wäre es gut, wenn ihr wirklich einen Bräter habt, zum Beispiel einen aus Gusseisen, weil in dem könnt ihr dann später auch den Bratensatz am besten verwerten und eine schöne Soße draus machen. Wenn ihr das jetzt nur in der Auflaufform habt, weil ihr einfach keinen Bräter zu Hause habt, dann ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger, weil die Auflaufform ja eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, dass das danach noch auf den Herd kommt. Es funktioniert schon, aber es kann sein, dass da ein bisschen Probleme gibt. Und mit dem Bräter funktioniert das ganz einfach von Ofen auf den Herd und umgekehrt. Der Schweinebraten wird jetzt natürlich auch mariniert. Ihr könnt es auch schon einen Tag vorher machen. Dafür brauche ich erstmal Olivenöl oder normales Öl. Da nehme ich mir jetzt circa 4 Esslöffel. Außerdem brauche ich natürlich Kümmel. Ich habe jetzt nur den gemahlenen, aber ihr könnt natürlich auch den ganzen nehmen. Da brauche ich circa einen Teelöffel. Außerdem auch einen Teelöffel Salz. Und natürlich auch noch Pfeffer, nur ein bisschen, keinen ganzen Teelöffel. Und ganz wichtig, jetzt kommen auch noch die 2 bis 3 Knoblauchzehen dazu, natürlich geschält und einfach mit einer Presse reinpressen. Jetzt wird der Braten mit der Marinade einfach eingerieben, schön einmassieren. Und oben drüber könnt ihr dann nochmal eine ganz dünne Schicht Kümmel drauf machen. Der Ofen wird jetzt auf 160 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Der Braten kommt jetzt für die ersten 90 Minuten eben bei 160 Grad in den Ofen. Danach werde ich die Hitze dann aber reduzieren, das zeige ich euch dann. Ich habe mir vorher ein paar Rezepte im Internet angeschaut und es hat eigentlich jeder anders gemacht, von den Temperaturen und von den Zeiten her. Also ihr müsst immer rechnen, umso heißer es ist, umso kürzer braucht es. Das heißt, wenn ihr einen sehr großen Braten habt, macht ihr vielleicht ein Rezept, wo ihr nicht ganz so lange braucht. Da braucht ihr dann zum Beispiel 200 Grad und es braucht dann nur 1,5 Stunden. Es gibt aber auch Rezepte, wo der Braten 3 Stunden lang bei nur ganz wenig Grad, zum Beispiel bei nur 120 Grad drin bleibt. Und meins ist jetzt circa der Mittelweg, eben die ersten 90 Minuten bei 160 Grad und dann die letzten 30-40 Minuten 90 Grad. Ihr könnt dann auch einen Test machen, ob der Braten jetzt schon gar ist. Das macht ihr, indem ihr einfach mal reinstecht und schaut, wie die Flüssigkeit aussieht, die austritt. Wenn die rot ist, dann heißt es, dass noch Blut drinnen ist und dann wäre er noch nicht gar, dann muss er noch ein bisschen bleiben. Und wenn die Flüssigkeit klar ist, die rauskommt, dann wäre er fertig. Alle 15 bis 20 Minuten könnt ihr dann auch so einen kleinen Schluck Bier drüber kippen. Nach ein paar Mal aufgießen hat sich dann unten eh auch ganz schön viel Saft gebildet. Mit dem könnt ihr das Ganze natürlich dann auch übergießen oder einfach mit Suppe. In der Zwischenzeit kann ich mir dann meine Beilagen vorbereiten. Da habe ich einmal den Gurkensalat. Dafür habe ich Gurken, Knoblauch, Essig und Öl und Pfeffer in einer Schüssel vermischt. Und hier meine Fülle.
Also das ist einfach ein Knödeltag, den ich aus Semmelwürfeln, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, Petersilie, zwei Eiern, etwas Milch und angebratenen Zwiebeln gemacht habe. Für die genauen Rezepte kann ich euch unten die beiden extra Videos dafür verlinken. Wenn die ersten 90 Minuten bei 160 Grad um sind, kann ich das Gemüse zu meinem Braten dazugeben und auch das Lorbeerblatt. Und außerdem kommt jetzt auch meine Fülle mit dazu in den Ofen. Das Ganze drehe ich jetzt aber von der Temperatur her runter. Jetzt sind es nicht mehr 160 Grad, sondern nur noch 90 bis 80 Grad. Für die nächsten 10 Minuten könnt ihr jetzt auf 200 Grad hochgehen und die Grillfunktion einschalten, damit ihr eine schöne Kruste bekommt. Nach den 10 Minuten muss das Ganze nochmal kurz ruhen, damit der dann auch saftig bleibt, wenn ich ihn aufschneide. Deswegen gebe ich ihn jetzt in eine Alufolie und lasse ihn dann nochmal für 10 Minuten in Ruhe. Den Bräter kann ich jetzt auf den Herd stellen, da drehe ich einfach auf volle Hitze. Und hier drin habe ich ja jetzt schön meinen Saft und meine Karotten. Die Karotten kann ich jetzt eigentlich rausnehmen und auch das Lorbeerblatt. Das kann ich dann einfach als Beilage reichen. In meinen Fleischsud, der jetzt ja gerade zum Kochen anfängt, kommt jetzt ein Stück Butter und Tomatenmark rein. Das Ganze lösche ich jetzt entweder mit einem Schluck Bier oder Weißwein ab. Außerdem nochmal Salz und Pfeffer. Jetzt lasst ihr einfach mal für 2 Minuten den Wein ein bisschen verkochen. Jetzt das Ganze nochmal mit einem halben Glas Suppe auffüllen und dann könnt ihr das jetzt noch mit etwas Mehl abbinden. Jetzt nochmal kurz aufkochen lassen und dann ist die Soße fertig. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr die Soße machen könnt. Da wurde ich nämlich ein bisschen inspiriert, einerseits von meinem Vater, von dem ich jetzt eine Abwandlung gemacht habe mit der Soße. Und dann auch noch von Stefan Lechner. Das ist ein Zuschauer von mir, mit dem ich ein bisschen geschrieben habe. Und der kocht auch sehr gerne und auch sehr gerne Schweinebraten. Und den habe ich mal gefragt, wie machst du deine Soße? Und er hat mir erklärt, dass er zum Beispiel sich vorher zum Beispiel so eine Art Schweinebauch oder Knochen oder irgendwas nimmt. Das Ganze genauso würzt wie den Schweinebraten. In den Ofen schiebt, dort auch mal anbackt, damit da Röstaromen entstehen. Währenddessen nimmt er Karotten, Sellerie, Lorbeerblätter, Knoblauch und Zwiebel, brät das Ganze in einem Bräter an. Das gießt er dann mit Bier auf, dann kommt auch noch Tomatenmark rein und ein bisschen Zucker. Dann kommen noch die gebackenen Knochen oder Schweinebauch oder was auch immer dazu. Und das Ganze füllt er dann eben nochmal mit dem Bier auf. Und dann macht er daraus eine Soße. Das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Am Ende wird das Ganze nur noch abgesaut und hat eine schöne, klare Soße. Ich werde das sicher auch mal ausprobieren. Und ich sage nochmal danke, lieber Stefan, dass du mir dieses Rezept auch gegeben hast. Heute konnte ich das leider nicht nachmachen, weil ich leider dafür nicht alle Zutaten bekommen habe. Aber meine Soße finde ich auch sehr lecker. Und da braucht man ein bisschen weniger Zutaten. Bevor ich den schneiden kann, muss ich natürlich jetzt noch das Netz runter machen. Das kann ich zum Beispiel mit einer Schere oder mit einem Messer machen. Achtung, dass man sich dann halt nicht verbrennt. Der Saft, der jetzt da noch ausgetreten ist, kommt einfach in die Soße dazu. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr hattet Hunger beim Zuschauen und werdet das jetzt gleich sofort nachkochen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dann Kommentare runterschreibt, wenn ihr mir ein Like gebt oder mir ein Abo dalasst. Die Fotos gibt es dann natürlich wieder bei Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr überall mal vorbeischaut und wenn ihr beim nächsten Video dann natürlich wieder einschaltet. Tschüss!